Wen soll man anrufen? Denkt an Max. Trimax, du bist dabei. Scheiße, 3 Wochen kein Clash of Clans. Muss meine Freundin wieder übernehmen. Ich habe eine Free-to-Play-Challenge gegen Sebo. Passt das Handy in die Flasche? Nein, natürlich nicht. Ja, muss die Freundin. Erstens macht sie sich 3 Wochen lang die ganze Zeit Sorgen und dann muss sie noch jeden Tag 3-mal Clash of Clans spielen. Ja, genau. Wird's Rumatra auch geben? Gab's Rumatra schon mal in einem Freshtags-Duo? Ich denke, das passt so. Du sagst es. Alles klar, dann euch noch einen schönen Tag, ne? Tschüssi. Tschüss. Hallo, Rumatra? Wir müssen los. Beeil dich. Ja, ich beeil mich übel. Ich bin übel am Beeilen. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oh, ich hab ne Idee. Warte mal. Jetzt geht's los. Let's go, Alter. Guck mal, wie beschissen ich aussehe mit dem Anhänger. Wollen wir ein Rennen machen? Ich hab's gleich geschafft. Guck mal, da vorne ist das Ziel. Jo, ich bin schneller als du. Was? Ja, ich... Guck mal, ich fahre dir gleich hinten rein. What? Wie viel Power hast du? Ich bin im falschen Gang, sorry. Mein Fehler, tschüss. Ja, jetzt fährst du mir weg, Alter. Junge, Max, guck mal, wir haben es geschafft. Alter, ist das voll! Ach du Scheiße. Hier kommst du doch niemals durch. Spuren. Oh, Spuren. Cool. Die sind ziemlich groß. Ich würde aus dem Bau raus behaupten, das ist Wolf. Wolf ist kein Problem. Moin, moin. Was geht? Moin, was macht ihr denn hier? Der ist ja alleine. Rumatra? Wo ist denn der hin jetzt? Achtung, Achtung. Attention, please. Trimax sucht seinen Freund Rumatra. Das bin ich, hallo. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das gebaut haben, dann bleibt dabei! Oh Mann, ich dachte gerade, auf seinem T-Shirt steht Hurensöhne drauf. Genau, das haben wir jetzt nur gemacht, weil der Verschnitt da war. Ja, das haben wir jetzt nur gemacht, weil da der Verschnitt da war. Okay, mit dem muss ich dann 2 Wochen klarkommen. Ja, erstmal Rückmuskeln, ne? Ja. Die ist cool, das fetzt. Digga, das frisst sich da rein. Komm! Ja, moin und schön auf Dominik drauf. Das schaffen Rumatra und ich schon nicht am ersten Tag. Die spielen nicht Survival Mode, das ist Creative Mode gerade, was sie machen. Anni, ich würde jetzt mal vorschlagen. Digga, Berliner Accent, so geil. Das sieht bei denen viel zu einfach aus. Und da habe ich Angst vor, dass Rumatra dann denkt, dass wir beide das genauso hinkriegen. Moin, Leute, Trimax hier. Ein neues. Max! Max! Das ist er, oder? Ist das Rumatra? Max, hilf mir, du musst mich, Rumatra. Ich schaff's hier nicht raus. Ich hab dich eine Sekunde alleine gelassen. Rumatra ist komplett im Matsch weggesunken. Der hat einen Unfall. Er ist richtig sauer. Guckt euch mal, wie sauer der ist. Der redet nicht mehr. Aber stellt euch vor, das passiert uns am ersten Tag. Wie konnte das denn passieren? Der ist einfach in den Sumpf reingefallen. Ich würde sagen, wir gehen mal in ein paar Hard Facts. Hör zu! Also hier sieht man schon mal kein klares, frisches Süßwasser. Es gibt Flüsse, es gibt, wie gesagt, auch Küstenregionen. Berge, Felsen, viele Sachen kann man nicht vorhersagen. Man hat mal irgendwie eine warme Periode, mal eine kalte Periode. Meine Frau hat immer die gleiche Periode, und zwar die schlecht gelaunte Periode! Welches Tier nicht vor Ort beim Scouting gesehen worden ist, es gab auch keine Spuren, aber laut Locals ist es auf jeden Fall vorhanden, ist der gefürchtete Puma. Das kann es nicht sein. Ich dachte, das ist so ein Witz. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, die sind alle schneller als Dominik. Und wenn man einfach mal Berglöwe bzw. Puma bei Google eingibt, gibt es tatsächlich diese Funktion, dass man sich den Sound abspielen lassen kann. Ja, bin ja Hosenscheißer. Macht unser Gizmo. Der hat nicht mal mehr Zähne in der Lap. So ein kleiner Chihuahua auch. Der macht genau so, wenn du mit der Hand hingehst. Bro, kann man noch absagen? Aber Katzen mögen mich. Mit Katzen habe ich kein Problem. Katzen lieben mich. Geheimtipp? Laserpointer mit in die Flasche. Was soll das denn sein? Digga, ist doch wieder ein Mom. Wir gucken weiter, Ruhe. Die haben gerade deren erste Besprechung. Ich habe echt schon echt viel Geld ausgegeben, Max, ne? Da müssen wir irgendwie ein bisschen Hälfte-Hälfte machen. Ich habe schon die Flasche gekauft. Wir machen nicht Hälfte-Hälfte, es geht komplett auf mich. Ich habe locker jetzt schon 200 Euro ausgegeben. Digga, das ist Sam vs. Wild, da kannst du ja wohl mehr als 200 Euro in die Vorbereitung stecken. Guck mal. Digga, was ist das? Ich habe Angst. Sorry, das war echt sorry. Ich bin Leon der Held und gemeinsam mit meiner IKEA-Tasche... warte mal, wo ist die? Ich bräuchte noch mal einen kleinen Moment. Ich bin Leon der Held und gemeinsam mit meiner IKEA-Tasche bin ich hier, um dich zu retten. Und wenn schon, ich bin ein Grizzlybär.
Was kannst du schon anstellen? Grizzly Bear, ich glaube eher, du bist ein Schmusebär. Nimm das! Ich bin verloren. Er kennt meine Schwäche. Ich kann kaum widerstehen. Ich lasse es mir nicht anmerken. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Denkst du, das war schon alles? Jetzt gebe ich dir den Rest! Und deswegen habe ich immer meine IKEA-Tasche dabei. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Kleidung. Ich trage ab und zu Hause im BH. Jetzt ist es raus. Ja, darauf möchte ich gerne bestehen, LGBTQ. Im Endeffekt bleibt es da gleich wie in Staffel 1. Als Frau darf natürlich noch ein bügelloser BH dazu eingepackt werden. Ja, dann kann ich doch als Mann auch noch zusätzlich mitnehmen, oder? Warum nicht? Ich fühle mich so, Fritz. Ich nehme BH mit für meine Titten und ich nehme eine verdammte lange Unterhose mit. Ich brauch's gesundheitstechnisch. Ich brauch's. Ich brauch's. Hier wird alles wund, wenn ich lauf. Für mich ist das irgendwie ein bisschen Kindergarten, sage ich ganz ehrlich. Sorry, ihr kennt mich, das kann mir passieren. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. In was schlafe ich? In dem Ding? Nö, Knossi, du kannst dir gerne noch ein Pyjama mitnehmen und noch ein kleines Kopfkissen und ein kleines Schnuffi-Kuscheltier. Die Regeln wieder viel zu schwach. Sag ich dir, wie es ist, Fritz? Moin Leute, Trimix hier. Das habe ich gemacht, weil du gerade auf Aufnahme starten gedrückt hast. Du, das machst du seit 6 Jahren, ist das dein Gag? Ich habe mich mit Autosven unterhalten. Also ich habe eine Stunde mit dem telefoniert, glaube ich. Alter, gut gemacht, Romatra. Ich bin begeistert. Chlorgear Leo Köhler Helikontex. Alles gute Marken, kannst du dir merken? Das sind alles tolle Fachbegriffe. Sagt mir nichts, aber finde ich toll. Alter, wir haben mehr Vorbereitung als Papa Platz und Rätsel bisher. Ja, sowieso. Hey Jungs, wie geht's euch? Grüße. Alles fresh in der Hood? Hat mit Survival jetzt überhaupt nichts zu tun. Ich mach grad E-Mails. Jetzt aber mal nicht quatschen. Los jetzt, komm. Okay, ich komm mit, aber ich muss auch kurz duschen gehen, okay? Dann lass es einfach, echt. Dann nehmen wir entweder 2 Komponentenkleber oder ein Komponentenkleber, je nachdem, was besser funktioniert. Das probier ich Bro, aus. Was willst du mitnehmen? Digga, was? Er nimmt jetzt 2x Blech mit und einen Kleber? Das ist die Größe von dem Kleber. Wir werden ausgelacht von anderen Kandidaten. Das nimmt unten keinen Platz weg. Dann knicken wir das hier, hier und hier und kleben es da drauf. Was ist eine Bastelstunde mit Romatra, Alter? Ah, geil. Da staunt selbst der Bär, wenn die losbasteln. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und, alles klar? Mir geht's ganz schlecht. Ja, das ist scheiße. Warum erwarten das alle von mir? Darf ich nicht abbrechen? Sag ab, sag deinem Kind geht's nicht gut. Hallo Fritz, hier ist Knossi, seine Mutter. Scheiße. Das mit Alaska, das geht gar nicht. Das ist viel zu gefährlich für meinen Junge. Das tut mir leid, dafür möchte ich mich entschuldigen. Er ist krank und er hat Durchfallen, Erbrechen. Also es geht ihm wirklich nicht gut. Verstehst du das? Ja. Ja, wenn es ihm wieder besser geht, wird er es dir persönlich sagen. Alles Gute. Ja, ich sag's ihm also dann. Mach's gut. Tschüss. Ja, ich hab eine tolle Mama, gell? Ich liebe dich sehr und schlaf schön. Geh jetzt mal schön duschen. Wasch dich mal, hm? Ich wasch mich. Ah, schon leicht süßlich gerochen. Ich möchte, dass wir professionell an die Sache rangehen müssen, dass wir als Kollegen da rangehen und nicht als Freunde, okay? Du rast nicht, wie derbe wir uns aneinander kuscheln werden. Dann hau ich dir eine rein. Doch, wir werden kuscheln. Oh, fuck. Du kannst nicht einfach so, wir müssen kuscheln in den Raum stellen. Wir berühren uns die ganze Nacht, 2 Wochen lang. Bei der einen Variante müssen wir Löffelchen machen und bei der anderen Variante könnte es sein, dass du dich halt ein bisschen so zusammenknustern musst, ne? Zusammenknustern. Okay. Zusammenknustern.